Kraftwerk sind für mich natürlich der größte Einfluss für meine Produzententätigkeit. Und ich habe auch versucht, im neuen Album namens Zukunftsmusik mich da einzudenken und vielleicht Musik zu kreieren, die Kraftwerk ja nicht mehr gemacht hat, und das die Konzepte weiterzudenken und auch Themen zu belegen, die Kraftwerk nicht belegt hat. Und das sehen wir in einem späteren Video, aber in dem Fall, der Model ist natürlich einer der größten Popsongs aller Zeiten, und ich denke, damals, wo das released wurde, war das absolute nie gehörte Musik und in Verbindung mit der visuellen Umsetzung absolut zeitloser Video. 50er, 60er, Manica, jetzt nennt man das Models oder Supermodels, Ästhetik, und das hat mich vom ersten Tag bis heute beeinflusst. Und beim Model war es ja so, dass es mehrsprachige Versionen gab. Ich denke auch bei anderen Kraftwerk-Songs. Dieses Konzept habe ich, komme mal wieder zu meiner Kunst, bei einem neuen Song auch nachvollzogen. Car, Car, Car ist die zweite Single aus dem Album, und da gibt es eine japanische Version, eine französische Version, eine spanische, eine deutsche, und die Originalversion ist ja schon deutsch-englisch, und die werde ich auch als 7-Inch-Single in den Ländern veröffentlichen. Und das war auch natürlich ein Konzept, das Kraftwerk damals gemacht hat, und ich dachte, warum macht das heute keiner mehr, dass man einfach Titel mehrsprachig aufnimmt. Und Car, Car, Car ist textlich ein Sprachprogramm von Google, das nennt sich Text to Speech, und du gibst einfach nur die Texte ein und dann kannst du verschiedene Charaktere auswählen. Kraftwerk hat das damals mit Vocoder gemacht und ich habe es einfach mit einem Sprachprogramm gemacht. Da verfolge ich ähnliche Konzepte in so eine Neuzeit jetzt, was Kraftwerk damals schon mit Model und anderen Titeln gemacht hat. Ich greife die Themen wieder auf und bringe es in eine Neuzeit und lasse es in meine Kunst mit einfließen. Ich würde gerne auch mein neues Video vorstellen aus dem Album Zukunftsmusik. Das nennt sich Car, Car, Car. Es wurde von Benny Bischoff in der Schweiz zusammengestellt, der bekannt ist für seine Flying Cars. Das sind amerikanische Boliden, die er bearbeitet, und es sieht so aus, als ob die Autos schweben. Er macht großformatige Fotos, die er so bearbeitet, dass so amerikanische Mustangs oder Chevrolet aussehen wie UFOs, die frei schweben. Und aus seinen Flying Cars wurde ein Video geschnitten für meine neue Single. Da geht es auch um Sounddesign für mögliche elektronische Autos. Am Ende des Songs ist so ein Fahrzeuggeräusch, das wir im Studio designt haben, für ein Hovercraft oder elektronisches Auto oder von mir aus ein Flying Car.